Hallo, ich habe im Facebook meine Herzen gezeigt. Die habe ich mit diesen Formen gemacht und Alkoholinks und die sind ja wirklich mega rausgekommen. Das sieht aus wie so ein Loch in der Mitte. Spiegelt es leider mit wie heißt es, meine Lampe. Aber ihr könnt es erkennen. Es läuft wie so durch so ein Loch rein. Das ist das Große und das ist das Kleine. Das ist der gleiche Effekt. Ich fand das so faszinierend. Und ich wurde gebeten, da mal ein Video drüber zu machen. Das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, es gelingt mir nochmal so. Mein Geheimnis in Anführungszeichen. Ich habe hier so ein bisschen Harz mit weißem Alkoholink angemacht. Das ist von Octopus. Das gieße ich dann hier rein. Zunächst tropfe ich erstmal farbige Alkoholinks auf die Oberfläche. Ich habe gedacht, eins mache ich wieder wie gestern von den Farben her. Und das andere mache ich mit anderen Farbtönen. Die Farben immer gut schütteln. Ich fange da mal an. Jetzt nehme ich mal so einen Lila-Ton. Ich mache das Große mit dem Lila. Also mit den Farben wie gestern. Ich tropfe jetzt hier einfach mal vorsichtig die Tropfen auf die Oberfläche. Dann ein Petrol. Das läuft aber heute besser als gestern. Das ist jedes Mal ein bisschen spannend, wie es wird. Dann mache ich jetzt mal so einen Petrolton. So, einmal die Oberfläche bedecken. Und hier so ein ja, so Pink oder so ein dunkles Pink. So, da muss man auch schauen, dass man hier überall reinkommt. Ja, jetzt habe ich so viel auf einer Stelle. Aber egal. Also, das ist mal das erste Herz. Beim zweiten nehme ich Blau, Gelb und Grün. So, hier mein Jeans Blau. Das ist auch wieder ein Drittel. Mache ich jetzt hier Blau. Dann immer gut schütteln. Da oben mache ich jetzt Gelb. Ich komme fast nicht in die Form rein. Das ist unglaublich. Die ist oben so ein bisschen. Die verjüngt sich. Also wenn man die ganz voll gießt, dann kann man bestimmt wunderbare Herzen draus machen. Aber mit meinem Harz kann ich dann. Das ist Deepon B20. Da kann ich, glaube ich, 20 Zentimeter, 2 Zentimeter hoch gießen. Höher möchte ich nicht. Die sind gestern schon so warm geworden beim Großen. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als 2 Zentimeter. Ich habe es trotzdem versucht und es hat funktioniert. So, jetzt. Beim ersten Herz haben sich die Farben jetzt schon wirklich gut vermischt. Man sieht nur noch schwarz hier quasi. Beim kleinen arbeitet es noch ein bisschen. Jetzt nehme ich meine Mischung und die gieße ich jetzt hier so kreuz und quer drüber. So viel habe ich gar nicht mehr. Ich habe noch was anderes gemacht vorher. So. Einfach so ein bisschen durcheinander reingießen. Eigentlich gibt es ja so einen Wolkeneffekt, aber bei dieser Herzform, das zieht es dann alles so nach innen, in die Mitte. Das habe ich auch gemerkt bei Blumen. Also wenn man außenrum Kleckse gibt mit der weißen Mischung, dann geht das alles so nach innen. Genau, also jetzt habe ich in beide Herzen meine Mischung reingeleert und jetzt verrühre ich das ein bisschen. So einfach so vorsichtig, dass man nicht zu weit runterkommt. Hier so ein bisschen spiralförmig. Dass man überall ein bisschen war, alles gut verteilen. So, einmal. Und beim Kleinen genauso. Bei mir regnet es gerade ganz arg. Die wollen Gewitter heute. So, ich bin mal gespannt, was morgen rauskommt. So, das war's im Prinzip. Also einfach Alkoholinks auf die Oberfläche tropfen und eine Mischung mit weißem Alkoholinks und etwas Gießharz. Einfach so spiralförmig oder bunt durcheinander drüber und dann verrühren. Gut, jetzt muss ich warten bis morgen. Bleibt mir leider nichts anderes übrig. Genau, aber egal. Die Spannung steigt. Dann sehen wir uns morgen zum Auspacken.
So, es ist Ausformzeit. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass die Herzen so schön rauskommen wie meine von gestern. Das ist so eine Herzform. Die ist ein bisschen tiefer. Und hier sieht man schon ein bisschen, ich glaube, da hat was gearbeitet. Von gestern, also von ja, im letzten Guss. Das war hier dieses Herz. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die Kamera? Und jetzt habe ich hier die gleichen Farben für das große Herz nochmal benutzt. Und das kleine Herz, das habe ich blau, grün und gelb gemacht. So, einmal vorsichtig anlösen. So. Oh, ist das spannend. Was ist das? Ah, das ist nur was übrig. Spannend, spannend. Tada. Oh ja. Ja, was ist denn die Kamera hier? Das ist ja super. Also eigentlich ist es blau, grün und gelb. Man sieht es hier aber im Prinzip nur verschiedene Grünabstufungen. Aber auf jeden Fall mega interessant. Hier ist auch wieder das Loch in der Mitte entstanden. Wie wenn sich alles hier reinsaugt. Super. Ich schau mal. Na, wo ist denn meine Kamera? Ich schau mal, wie das große Herz rauskommt. So, auch einmal lösen. Da habe ich jetzt wieder hier Lila, Pink und Petrol benutzt. Ui, Spannung steigt. Ich will nichts kaputt machen. So, das ist die Rückseite. Die ist wunderbar. Sehr schwarz. Der Glanz. Nein, ich mache es nicht so spannend. Ich drehe mal rum. Ui, das ist jetzt ziemlich dunkel geworden. Also, das ist wieder ein ganz anderer Effekt. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Ich werde gleich nochmal fotografieren. Das zieht auch so die Fäden hier. Also die Linien. Aber in der Mitte ist es jetzt hier anders. Ich werde das fotografieren und einstellen. Also, es ist mir ziemlich dunkel geworden. Ich muss nächstes Mal weniger Farbe nehmen. Aber vom Prinzip her kann dann sowas entstehen. Hier dieses. Und das vorige vom vorigen Guss. Das hätte jetzt bei dem großen auch so werden sollen von den Farben. Aber es ist jedes Mal spannend. Jedes Mal passiert was Neues. Aber auf jeden Fall habe ich euch mal gezeigt, wie ich das mache. Probiert selber aus und berichtet mir einfach, ob es geklappt hat. Und genau, ich werde nochmal was gießen. Das mal wieder hellere Farben. Ich glaube, das kommt dann viel schöner raus. Prima. Also, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und ihr wisst auch, was ihr zu tun habt. Viel Spaß beim Nachmachen.